So, willkommen zurück zu RKS. Heute widmen wir uns Trauare Vrede. Unserer wunderschönen Nixe in ihrem Badeanzug mit ihrem Speer. Na, warum nicht? Trauare ist für mich der schwerste Boss von den ersten 8. Also den kriege ich am schwersten down. Da bin ich oftmals auch geneigt, einen E-Tank zu nutzen. Weil die teilt recht viel Schaden aus. Oder ich bin einfach nur zu doof dazu, das kann auch sein. Ja, das Leben da oben habe ich nicht gekriegt. Das kriege ich sowieso nur alle Jubeljahre mal, wenn der Sprung klappt. Im Wasser ist die Besonderheit, dass man hoch springen kann. Darum muss ich ein bisschen abkürzen hier, weil sonst komme ich in die Stacheln rein und die sind etwas tödlich eventuell. Ja, Schlangencontainer, da kommen immer Schlangen raus, aber die sind nicht so schlimm. So, hoch. So, nicht gegen die Stacheln gehen, das wäre doof. Und da haben wir einen kleinen Zwischenboss. Irgend so ein komisches Schlangenvieh, wie man sieht. Muss man ein paar Mal die Köpfe abschießen. Oder wenn man es schafft, kann man auch direkt auf das mittlere Teil da gehen. Ach, schade, getroffen. So. Besiegt. Und man kann jetzt hier runterfallen. Nein, das ist kein Tod. Da gibt es nämlich etwas Besonderes. Das werde ich eventuell noch brauchen irgendwann. Und zwar gibt es hier Lilly. Eine kleine Fee, die uns helfen kann. Benötigt auch Waffenenergie und so ein Kram, aber naja. So oft brauche ich sie nicht. Naja, und jetzt der Zugang halt zu, fällt man nicht mehr runter. Man kann oben und unten lang gehen. Ich gehe oben lang. Weil unten lang der Weg ist. Der macht den Bosskampf zwar, glaube ich, etwas einfacher, aber naja. Genau weiß ich auch nicht. Also für mich wird der Bosskampf unten lang einfacher, aber der Weg ist natürlich schwerer. Ach so, stimmt, jetzt war ich zu weit weg. So dass der Schlangenpot da wieder respawned ist. Noch einer, yay! Ja, gibt's hier irgendwo was? Ah, oben gibt's ein Leben, das will ich haben. Ja, jetzt also ja, respawned ist ja schon gut. Oh, du dummes Fieder, hau ab. Ja, da muss ich jetzt zwei nutzen, sonst komme ich nicht hoch. Eigentlich nutzt man für sowas eins, aber eins habe ich ja noch nicht. Das kommt erst noch. Ach, laden wir zwei direkt auf. So, Bombe legen, damit wir die Wände wegsprengen können. Und noch einmal, dann kommen wir wieder raus. Okay, wir können einfach zurückgehen, aber das wäre zu einfach. So, und runter. Stehen bleiben, so. Energie kassieren und weiter. Ich glaube, jetzt kommt wieder so eine Schlange. Ja, jetzt kommt wieder so eine Schlange. Mit dem Unterschied, dass wir diesmal halb unter Wasser sind und nicht voll. Also, naja. Also stehen bleiben und drauf schießen. Das bisschen Schaden macht nichts. Notfalls sterbe ich einmal beim Boss. Wie gesagt, sterben ist ja auch nicht immer so schlecht. Weil halt aufgefüllt wird und so, wenn man halt, wieder Game Over hat oder wenn man halt eben einfach nur so stirbt, hat man seine Lebensenergie halt wieder voll. Das ist nie so schlecht, finde ich. Obwohl, bisher habe ich noch alles voll, von daher. Ja, gibt es noch ein bisschen Lebensenergie, falls man jetzt nicht voll ist, aber das bin ich ja. Also Geisterwand rein und... Ja, auf zu... Entschuldigung, Trauare. Ja, obenrum kämpft man bei dem außerhalb des Wassers, untenrum kämpft man im Wasser. Ich mache einfach mal oben rum, aber das geht sowieso schon irgendwie. Ja, normaler Modus, kann man ausweichen noch. So, ich stelle mich einfach mal so neben. Ah, schade, verfehlt. So, und besiegt. Ja, wenn man einfach hinterstellt, dann hat man bessere Chancen. Wenn man davor stehen bleibt, dann ist ein bisschen doof, sag ich mal. Ein bisschen doof. Weil da kann man sich dauerhaft seine Geisterwand rausballern und es bringt nichts. Ja, jetzt haben wir blaue Haare. Yay! Und Klageharnisch ist die nächste Waffe von Trauare. Und mit diesem Klageharnisch werden wir als nächstes zu Grolla Seyfarth gehen. Also hoffe ich mal, dass ihr auch beim nächsten Mal dann wieder einschaltet. Bis dann!